Hey Freunde, einen wunderschönen guten Morgen und ja, hallo zu diesem kurzen Sondervideo. Ich bin jetzt gerade noch zu Hause, wir haben Donnerstagmorgen 9 Uhr. Ich habe diese Hiobsbotschaft hier auf Instagram gesehen vom Thomas. Blende ich mal ganz kurz ein. So Leute, ich wollte euch mal zeigen, wir haben sie aufgestellt, ein bisschen Dilemma ist passiert. Aquaona steht ganz gut, das 90er Alu, mit der 20er Alu steht auch ganz gut, aber das mit der 50er ist leider von der Palette gerutscht. Die linke Seite hat es gehalten, das war okay, aber hier mega der Worst Case. So, ich brauche Hilfe. Den hat es ganz schön erfasst. Naja, wir geben unser Bestes, das wird schon mal gut. Ja, und ihr wisst, was das heißt. Ich mache mich jetzt gerade fertig und dann fahre ich ab nach Dortmund und rette das Aquarium und nehme euch natürlich mit und ja, dokumentiere ich das Ganze ein bisschen. Gut, ich würde sagen, erstmal machen wir ein kurzes Video fertig für Sonntag, weil da muss ja natürlich auch ein Video online, das habe ich schon vorproduziert, da muss jetzt das Thumbnail gemacht werden. Und wenn ich das fertig habe, dann geht's los nach Dortmund. Also, wir sehen uns dann gleich im Auto wieder. So Freunde, ich sitze jetzt gerade im Auto, ich habe gerade nochmal mit Thomas telefoniert. Er hat mir gerade nochmal ein Video geschickt, wie das Becken genau aussieht, was zu machen ist. So Sascha, ganz kurz, also du siehst schon die Katastrophe hier. Pflanzen sind rausgekommen, ne? Da der Soll in der Mitte ist komplett verrutscht. Man sieht so ein bisschen, überall ist leider die Pflanze raus. Wir haben schon versucht so ein bisschen zu reparieren, sieht aber insgesamt noch sehr katastrophal aus. Leider hat es auch schon volle Pulle erwischt. Hilf uns bitte. Wie gesagt, ich fahre jetzt los nach Dortmund. Bin ungefähr 3 Stunden unterwegs und ja, rette das Aquarium. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr nach Dortmund kommt, fahrt Lüdenscheid, weil das ist echt nervig, hier durch die Stadt zu fahren. Alles gesperrt und so. Ich stehe gerade voll im Stau. Passt natürlich super für diese Rettungsaktion. So, ich bin jetzt da und rufe jetzt mal den Thomas an, wo ich denn jetzt hier rein kann, beziehungsweise wo die sind. Schauen wir mal. Sascha. Hey Thomas, ich bin da. Wo bist du denn? Seh dich nicht. Ich stehe vor dem Haupteingang, glaube ich. Warte mal. Ja, fahr mal weiter. Ich fahr mal weiter. Ach, da, ja. Ja, hier, rechts, ja, hier. Ah, da ist er ja. Alles klar. Warte mal, dann gehen wir erstmal raus und sagen erstmal hallo und checken erstmal die Lage, was da los ist. Was die da fabriziert haben. Da ist ja der Übeltäter. Nee, der Übeltäter sitzt da um die Ecke rum, weil ich bin nicht gefahren. Tag. Servus, ne? Aber wir haben schon viel geflickt. Hallo. Schon viel geflickt? Ja, aber wir gucken mal, wir brauchen auf jeden Fall noch mal ein bisschen Unterstützung. Ja, dann schauen wir uns das ganze Dilemma mal an. Da sitzen ganz viele Menschen, die nicht gefilmt werden wollen. Ah, okay. Der Fahrer zum Beispiel. Der Fahrer, den können wir einmal zeigen, da machst du einen schwarzen Balken drin. Hier, Thomas, okay, alles klar. Hier, gefahren ist er. Ah. Der Mann mit dem Schwarzen da. Der ist dran schuld. Tut mir leid, okay. Veröffentliche deine Telefonnummer unten in der Videobeschreibung, dann können sich alle beschweren. Servus. So, guck mal. So, was habt ihr angestellt? Hier müssen wir jetzt Platz machen, jetzt die Prominenz da bitte. Oh, wow. Servus. So sieht es mittlerweile aus. Ja, das hält sich ja noch in Grenzen. Das ist die Seite, also die geht eigentlich, da ist nicht viel passiert. Ja. Wahrscheinlich stand so rum im LKW drin. Er musste eine Bremsung machen. Und das Ding ist wirklich, also so eine halbe Tür breit ist der runtergerutscht von der Palette. Ach du Scheiße. Und dann hat es das ganze Ding hier rüber geschoben. Und wir haben jetzt schon mal einen Sack Säulen nachgekippt, damit wir auch ein bisschen. Das ist ja sonst trübt das Wasser morgens. Naja. Also, aber da muss er wahrscheinlich nochmal. Ja, wir werden jetzt der Trick 17 anwenden, die Pflanzen wieder als Teppich machen. Also ich würde sagen, ich lasse dir hier ein bisschen Platz machen. Ja. Weil ich habe da ganz viele, viele Dinge zu tun. Und dann bastelt es ein bisschen, dann können wir ja nochmal kurz einen Roll-up machen. Okay, ist das okay? Ja, das ist okay. Ich danke dir, mein Junge. Kein Ding. Aus Frankfurt, direkt nach Dortmund. Ich bin so glücklich. Dann würde ich sagen, ich hole jetzt mal meine Sachen aus dem Auto und dann kriegt ihr so eine kleine Timelapse, wie ich das ganze Ding hier repariere. Und ich erkläre schon ein bisschen was dazu und dann Cool. Gehen wir mal kurz über die Messe und schauen mal, was euch so erwartet hier am Wochenende. Ne? Geile Sache, so machen wir das. Gut, so. Dann ja, Sachen packen. Ja,
reicht das, wenn du. Reicht dir das so? Naja, mir reicht es. Ich muss nur hier so ein bisschen Platz hier vorne, dass ich da drankomme. Und eine Leiter. Und ey, ich brauche ein bisschen Kies. Ein bisschen Kies, wenn du hast. Ja, ich will die Pflanzen, will ich Kies dran kleben und die nach unten machen, dass die festhalten. Wir hätten wahrscheinlich nur Steinchen irgendwie. Ist Lava egal. Oder ja, das so. Geht auch. Ich wollte mal mit Roland sprechen, ja. Alles klar. So, dann schauen wir mal gerade, was wir brauchen. Also wir brauchen auf jeden Fall Werkzeug. Was ist mit meinem Longboard hier passiert? Hey, alles runtergekommen. Gut, dann ein bisschen Kleber. Was brauchen wir noch? Nehmen wir nochmal ein Handtuch mit. Ich denke mal, das dürfte erstmal reichen. Übrigens, was das hier alles ist, erkläre ich euch im Laufe der nächsten Videos. Ja, wenn man ihn nicht sieht, dann hört man ihn. Was schreist ihr schon wieder so rum, hä? Hi, grüß dich. Na? Ja, ich muss hier wegen für Zucht und Ordnung sorgen. Könnt ihr den wegfahren? Ja. Gehst jetzt einfach. Wir sorgen jetzt mal für ein sauberes Aquarium. So, perfekt, da kommen meine Paletten. Bin nämlich ein bisschen zu klein, leider. So, also der Plan ist jetzt auf jeden Fall, alles was hier lose rumschwimmt, erstmal einsammeln. Das, was hier so halblose ist, wieder in die Erde stopfen. Die Teile, was hier rumschwimmen, die werden wir beschweren mit so ein bisschen Kies oder sowas, dass die unten bleiben. Dann erstmal wieder die Lücke hier drüben auffüllen und die nehmen. Und vielleicht das ganze Konstrukt nochmal so ein Stück nach da drüben schieben, wenn es funktioniert. Schauen wir mal, ob das klappt. Los geht's. So, was brauchen wir dafür? Das hier und das hier. Brauchen wir noch ein bisschen Kies, oder? Ja, wir fangen erstmal an, die ganzen Pflanzen rauszusortieren, die da rumschwimmen. Das passt so, ja. Wollen wir noch ein Stück ranschieben? Nee, das geht schon. Ich brauche nur irgendwie Kies oder sowas. Ganz dringend. Oder so kleine Steinchen oder sowas. Musst du bitte Roland fragen. Wo ist denn der Roland? So. Jetzt werden die Tricks ausgepackt. Die super Tricks, ja. Ich bin gespannt. Ich jetzt auch, den nehme ich auch mit auf die Liste. Warum? Weil er nett ist. Okay. Was willst du Pizza? Ich spendiere dir. Ach ja, warum nicht? Such dir mal was aus. Warte mal. Wir müssen mal kurz bei. Hey, wir gucken jetzt mal kurz bei Alfredo. Was magst du denn? Es gibt Pizza? Passt da? Das ist alles gut eigentlich. Ja, ich habe eine Pizza mit. Sag mir eine Nummer bitte. Sag mal, was du haben willst. Del Mare, die 13. Sollte ich das machen wir jetzt, komm, du hörst mit zur Familie. Mit 13 aber ein groß, ne? Hä? Der wächst noch. Ich sehe schon. Ich muss noch wachsen, sonst. Deswegen brauche ich die Paletten, ne? Vielen Dank. Ja. Gut, dann. Das ist wieder ein Chaos-Block hoch 10 mal wieder, aber egal, kennt ihr ja von mir. Also, wir haben jetzt hier so eine Kiste mit Steinen, Drachensteine, die der Roland nicht mehr braucht. Die nehmen wir jetzt und kleben die auf die Pflanzen, die da rumschwimmen, dass die halt unten bleiben, weil. Ja, meine Befürchtung ist halt, wenn ich die jetzt einfach nur wieder reinstecke. Erstens mal, wenn Wasser drin ist, ist es ein bisschen schwierig, das reinzumachen, weil es wieder hochkommt. Und zweitens, wenn das Ganze jetzt die Woche, das Wochenende über hier steht und assimiliert, dann kommen die Pflanzen wieder nach oben, dann sind die da drin rum. Deswegen machen wir die jetzt fest mit so ein paar kleinen Steinchen. Ja, machen wir. Gut, dann sollen wir jetzt alle freischwimmenden Pflanzen erstmal an. Alles, was hier rumschwimmt. Also meine Überlegung ist jetzt, das Ganze nochmal komplett hier rüber zu schieben. Aber Thomas meinte, die haben es gestern schon probiert, gell? Geht nicht. Wobei ich auch finde, es sieht gar nicht mal so wild aus, jetzt wenn es so in der Position steht. Also ich hätte noch jede Menge Fahne da, sind frisch gekommen. Wir können also hier auch nochmal was machen. Ja, dann lass was ich sehr schön fand, ist eigentlich diese Ecke, die man hier durchgucken kann. Ja, und dann habe ich noch eine super Special-Aufgabe für dich, lieber Sascha. Hier sieht man ja noch die Ecke. Ja, das ist ja das Schöne, man kann durchgucken, da können die Fische durchgucken. Genau. Ich habe noch eine Milchrückwand mit. Eine Milchgasrückwand? Okay, die machen wir ganz zum Schluss dran, wenn wir das ganze Ding gerettet haben. Dann würde ich sagen, ich habe jetzt. Der Filter kann raus, den haben wir nur gestern Abend schnell reingehangen. Ja, damit es klar wird. Nein, damit überhaupt, weil der andere Filter lief noch nicht. Jetzt läuft ja alles. Also der kann einfach raus. Nimm ihn raus, ruf, ich schicke dir gleich den Fabian, gib's ihm in die Hand, der macht es weg. Okay, dann besorg mir mal noch ein paar Fahne, dann mache ich das da hinten zu mit Fahnen, dass das ein bisschen gecovert ist, dass es ein bisschen voller aussieht. Okay. Hier vorne mache ich die Pflanzen rein, was ich jetzt hier rausgeholt habe, was da rumschwimmt. Die mache ich wieder fest und dann haben wir es doch eigentlich schon fast. Meinst du, dass ich gar nicht kommen brauche, meinst du? Ja, bin ich hier umsonst gekommen, ne? Ganz toll. Demnächst habe ich eine Pizza bekommen. Ich habe Panik. Vor was? Weil ich hatte Panik. Hast du Panik? Ja, ich hatte Panik. Und dann muss ich das einfach als Insta-Story festhalten. Ja, dann. Jetzt bin ich ja hier. Alles gut. Da. So, jetzt mal für euch. Verrückt das ganze Ding nicht nochmal, weil ich Angst habe, dass wir noch mehr kaputt machen, als das eh schon kaputt ist.
Das sieht eigentlich so ganz gut aus. Wir covern die ganzen hohlen Stellen jetzt noch ein bisschen mit Javafarn und machen die Pflanzen, was losgegangen sind, nochmal fest. Ja, das machen wir jetzt. So, ich zeige euch mal ganz kurz, wie ich jetzt meine mit den Pflanzen befestigen. Für diejenigen, die es noch nicht wissen. Klebe ist natürlich schön zugepappt. Das ist ganz toll. Egal. So. Bisschen von dem Kleber hier drauf. Das war ein bisschen viel. Scheiße. Pflanze drauf. Warte mal kurz, weil ich habe komplett die Hände verklebt. So, jetzt nehmen wir das Ganze. Und das kommt dann hier rein. So, so ist die Pflanze safe auf dem Boden. Und das Ganze machen wir jetzt mit allen Pflanzen, die hier rumschwimmen. Und jetzt einfach hier den Kleber vom Steg nehmen. Thomas sieht es zum Glück erst morgen, also geht das morgen. Hier ist doch. Jetzt holen wir erstmal den Filter da raus. Der stört jetzt hier gerade nur beim Anrichten. Oder beim Retten eher. So, also kurzer Zwischenstatus. Pflanzen sind jetzt wieder drinnen hier vorne. Da müssen wir so ein bisschen was nachbessern vielleicht. Aber jetzt brauchen wir auf jeden Fall ein paar Fahnen, um das hier ein bisschen weiter zu covern noch. Das ist ganz wichtig. Alles kriegen wir auch noch hin. Und da brauchen wir auch noch irgendwas, was wir da reinstopfen. Gut, also Plan ist jetzt, wie gesagt, Becken ist soweit schon wieder hergestellt, dass wir die Ecke jetzt hier noch ein bisschen bearbeiten. Dafür habe ich jetzt so ein paar gepflanzte Wurzeln geben lassen. Und die werden wir jetzt noch mit da reinbringen, damit das wieder schön zu ist da. Vielleicht da drüben auch noch so ein bisschen. Ja. Das machen wir jetzt. Los geht's. Schön die Ecke zugemacht, dass man das nicht mehr so sieht. Jetzt gleich mal Filter anmachen, dass es klar wird. Da auf der Seite war eigentlich alles okay. Da habe ich noch einen Farn reingesteckt daneben. Aber das passt soweit. Ja, wie gesagt, hier ein paar mehr Farne drin. Das ist ja jetzt ein bisschen voller als es vorher war, aber das passt schon so, würde ich sagen. So, was mir nur nicht gefällt oder nicht so gut gefällt, ist, dass die Wurzel da hinten so direkt raussteht. Aber das lässt sich jetzt leider nicht mehr anders da machen. Roland, was meinst du? Kann man das neu, so lassen? Ne? Wie neu? Ne, guck mal hier, ich habe hier die, also eine Wurzel, die stört mich so ein bisschen. Die da jetzt hinten so schräg steht. Siehst du aber halt nicht, wenn du Glück hast. Ja. Das ist halt Sascha-Style, ne? Genau, mal schnell. Das ist die Front-View. Genau. Nur Front-View. Oh, aber das Plastikteil gehört nicht da rein. Das Plastik gehört auch nicht rein. Wo kommt denn das her? Hä? Das war nicht geplant so. Kommt hier dran. Ja, das legen wir einfach mal hier oben drauf. Das stört nur. Gut, also nochmal kurz Front View. Das Aquarium darf also nur von vorne angeschaut werden. Nicht von der Seite.
Wir brauchen hier noch so ein Absperrgitter oder sowas. Nee. Da klebt doch eine Folie dran. Genau, wir kleben einfach eine Folie an die Seite. Das ist doch eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, ja. So, ich suche den Bau ins wie heißt es? Den Bau. Ja, also, red doch mal Deutsch. Wir haben doch erst Donnerstag, ja. Könntest du mal reden lernen? Ich versuch's. In meinem Video, ey. Das hast du nur so geschnitten, ey. Nee, nein. Also, ich brauche jetzt mal die Bauabnahme, die öffentlich-rechtliche. Die Bauabnahme? Ja, ja, ich hab's gefixt. Okay. Dann zeig mal dein Meisterwerk. Das ist fertig. Also wir müssen halt an der Seite noch ein bisschen Folie dran kleben, weil mich stört dieser eine Ast da. Ja, er hat mir den Tipp gegeben, dass wir da Folie dran kleben. Endlich mal ein richtig guter Aquascaper hier am Start. Ey, perfekt. Mal jemand, der Ahnung hat. Wo kommst du denn von welcher Firma? Sag nicht. Ja, sag doch mal. Von der Nalle. Gehörst du zu Florida Kai? Kawaii Kai. Also pass auf, das so. Gute ist, also... Die schlechte Nachricht ist, wir müssen da noch eine Folie rankleben. Die ja, gute Nachricht ist, ich habe Folie da. Das machen wir, ja. Ja, sieht gut aus. Ist wieder schön voll. Ich muss aber den Art Director dazu holen. Ist wieder schön voll hier, die Seite ist zu. Wie gesagt, das Einzige, was sieht halt ein bisschen mitgenommen aus, aber da kannst du jetzt nicht ändern, ne? Ja, das müssen wir halt nochmal im Nachgang machen, wenn es wieder bei dir steht. Also weißt du, was ich gut finden würde, wenn du auch die Sauger entfernt hättest? Ja, das kommt noch. Ich wollte nur gucken, ob es dir auffällt. Ich dachte, wir machen jetzt Bauabnahme. Ich wollte gucken, ob es dir auffällt. Du wolltest erstmal einen ersten Eindruck haben. Genau, einen ersten Eindruck. Okay, erster Eindruck. Was stimmt mit dir nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, also die Aqua-Expo fällt aus dieses Jahr. Mach's gut, ciao. Ich bin wieder im Ernstmodus jetzt. So. Ich springe mal so schnell. Bist jetzt wieder im Ernstmodus? Bin ich voll im Ernstmodus? Ja. Hallo, ich bin ernst. Aus Spaß, nee, ich ganz schnell ernst. Ein Ernst ist 3 Jahre, kann schon laufen, ne? Oder wie war das? Genau, nee, ich find's gut. Ist okay. Es bleibt leider. Warte, wir dürfen jetzt nicht so viel spoilern, weil die Leute müssen ja auf die Messe kommen, müssen sich das Becken live angucken und live bewerten. Ne? Ja, deswegen kommst du ja auch mich und ich sag die ganze Zeit, wie beeindruckt ich von diesem Aquarium bin. Wie schön die da. Übrigens, das ist der Fahrer, der es zerstört hat. Ja, er war's. Ja. Er hat mir auch eine Pizza ausgegeben, also von daher ist er wieder alles. Ich musste immer blören. Ne? Hier ist gut. Jetzt müssen wir kurz gucken. Wir müssen da oben noch die Oberfläche so ein bisschen abziehen vielleicht. Oh, jetzt hast du den Schrank kaputt gemacht. Ich hab's genau gesehen. Die Kratzer sind von dir. Ich habe Ersatztüren dabei, die werden getauscht. Das war ich nämlich beim Einrichten. Du oder ich? Ich war das. Du warst es, ja. Nee, Thomas war's. Du warst es. Ich weiß es nicht mehr. Ich nehme wohl die Schuld auf mich. Also auf jeden Fall haben wir Folie da, wir haben schwarze und weiße Folie da. Ja, weiße, wenn er weiß. Unten hast du es nicht so, ne? Ha? Doch, das ist immer feucht. Nee, das muss so sein. Das muss so sein. Ja, ja, da kannst du ruhig drauf treten. Hat er extra gemacht. Ja, mein Arbeitsplatz, da muss so aussehen. Da muss ich mich jetzt hinlegen. Ja? Hinlegen. Du machst doch das jetzt wieder trocken. Du hast das passende Hemd an. Ja, und dann zeigst du. Wir können dir noch ein bisschen Sand hinlegen, dann hast du echt Peach-Feeling hier. Oder? Thomas. Für mich bist du Florida Kai. Thomas, wir legen noch ein bisschen Sand da unten hin, dann fühlt es sich wie in Hawaii. Nee, das war's auch mal wieder. Nett. Spielverderbe, ey. Also wir haben Milchfolie damit, die muss ja halt hier hinten rein. Ja. Würdest du auch gerne noch machen können? Vorne wäre uncool, wenn die dran wäre, gell? Aber vorne wird es halt einfacher gehen. Eigentlich können wir es auch vorne dran machen, oder? Was? Was hat man? Wolltest du die Sauger nicht abmachen? Nee, die ging nicht ab. Schön, sehr minderwertig gearbeitet alles. Ja, aber man sieht doch gar nichts, weil da kommt noch eine Folie hin. So, jetzt kommt noch die Folie hinten dran. Ich glaube, so passt es. Ja, man sieht den Rand oben nicht. Perfekt. So kann man auch arbeiten. Gut, jetzt haben wir hier letztes Update von der Folie. Ich weiß, ihr habt es schon dreimal gesehen, aber jetzt nochmal. So. Das macht doch schon was her jetzt hier. Und das Loch, da sieht man jetzt auch schön durch. Das müssen wir einfach beleuchten da hinten. Aber okay. Vielleicht kommt das ja noch. So, jetzt noch der Final Touch, oder wie Thomas sagen würde, die Hand Gottes. Jetzt sind noch die kleinen schwebenden Pflanzen, die da noch drin rumwirren, müssen wir noch entfernen. Das machst du sehr gut. Gut, und dann haben wir es auch schon geschafft. So, jetzt genug Spoiler von dem Aquarium. Also wie gesagt, Aquarium ist gerettet. Ich freue mich auf euch auf der Messe hier. Ich freue mich auf euch auf der Messe hier, so rum. Sprachen lernen, Bubble.
Und ja, wir machen jetzt noch mal einen kleinen Messerrundgang. Ich zeige euch mal, was euch so erwartet jetzt hier am Wochenende in Dortmund. So, Herr Schönefeld. So, Herr Heuer. Wir haben es jetzt geschafft. Wir haben jetzt einfach ringsrum schwarze Folie gemacht. Ah. Das nennen wir jetzt das Mitternachtsgelb. Auch nicht schlecht. Perfekt, oder? Aber brauchen wir noch einen Vollmond oder einen Neumond? Da bin ich. Hallo. Hallo. Thomas, was hältst du von unserer Idee? Du bist jetzt mit Michael. Machen wir Michael erstmal fertig. Ich bin jetzt reingeplatzt. Das war machen wir fertig. Ja, was machen wir denn fertig? Gut, also Thomas, Endabnahme. Wegen Folie, Reklamation bitte an ihn, Herr Thomas. Tobias. Er hat das schön gemacht. Soll ich dich schlagen oder Sascha? Was ist dir lieber? Komm, sag mal, das ist ja schon eine Fangfrage. Geil, du kannst nur verlieren. Ja. Aber guck mal, vergleich uns beide, wo tut's mehr wie in der Haut. Also, Endabnahme, brauchen wir nicht, was nochmal ist gemacht, ist fertig. Das Becken steht wieder, ich hab's gerettet. Ich will es jetzt nicht nochmal zeigen, ich habe schon dreimal ein Video gezeigt, die Leute sollen sich das live angucken kommen. Aber ich habe noch eine coole Idee. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Ich hoffe, ich muss das Video jetzt nicht noch unnötig schneiden, weil du Nein sagst. Wir holen uns jetzt drei Flyer. Bin ich komplett dagegen. Außer der Florida, der unterstützt mich dabei. Nein, wir holen uns jetzt drei Flyer. Ich unterschreibe die und verstecke die hier im Zoobox-Stand. Und der Zuschauer, der das Video geguckt hat und die findet, bekommt einen 10% Gutschein. Das ist ja mies, ich habe ja 20% Gutscheine. Holst du jetzt noch mehr? Okay, dann kriegen sie 25% Gutschein. Wollen wir sowas machen? Was hältst du davon? Oder wir machen es so, ich schreibe drei Stück, versteck die hier und die kriegen eine Überraschung an der Kasse. Nee, wir können 25 Euro Gutschein machen, das ist kein Problem. Okay. Ich will mit dem verstecken, ich habe keinen Bock, dass die Leute mir die Regale auseinanderfummeln. Okay, ich werde sie. Also, wir machen es so. Wir machen das, wir machen von mir aus, wie viel willst du haben? Machen wir fünf Stück. 25 Euro Gutscheine für Online-Shop? Oder für Online-Shop. Hier? Ist egal. Okay, ist egal. Gott, das wird aber jetzt schwierig, das sollst du umgesetzt kriegen. Und du darfst es verstecken, aber es darf keine Ware berührt werden dafür. Okay. Also wenn ihr die sucht, kann das nur entweder unter so legalen Böden sein, ne? Oder vielleicht bei ihm in der linken Hosentasche. Ja, also ihr müsst... Nicht in den Produkten. Nicht in den Produkten und nicht zwischen der Ware. Genau, eventuell hier so zwischen so zwei Aquarien eventuell. Ne? Ja, also das genau. Ist dann schon halb offensichtlich, ja? Also genau. Wenn da mal ein Zettel klemmen sollte, dann guckt da mal rein, dann machen wir das. Fünf Stück. Verstecken wir aber erst morgen früh. Genau, verstecken wir morgen früh. Ja, wenn ihr sie findet, macht eine Instagram-Story, verlinkt mich. Und, ey, hast du gesagt? Hör mal, wir müssen noch eine Sache sagen. Eine Sache müssen wir noch sagen. Eine Sache müssen wir noch zeigen. Ganz kurz mal. Das hier ist ja der eigentliche theoretische Haupteingang. Ja. Wenn man hier so schön reinkommt, ne? Ja. Das hier der theoretische Haupteingang. Ja. Dann kommt ihr hier reingestolpert und stolpert also quasi direkt vor unseren Wächter. Ja. Vor Kopfi. Ja, oder Kopfi, wie auch immer. Der wird euch ja hier direkt empfangen. Und ihr seht schon, vom letzten Jahr noch, haben wir ja hier schon so ein paar schöne Namen dran. Und irgend so ein Idiot hat ja zweimal unterschrieben. Ja, ja. Das haben nur die, nur die Superstars machen das. Ach so. Nur Superstars schreiben zweimal rein. Dann könnt ihr euren Instagram-Namen hier ranschreiben. Hier wird ein schöner Lackstift hängen. Ich würde mich total freuen. Zur Not schiebe ich nachher die Displays weg, weil dieser Schrank wie so ein Erlkönig nachher schwarz-weiß ist. Also der ist ja wirklich, wir haben viel Fläche. Ich denke mal, das kriegt der hin, oder? Also, das kriegt ihr doch bestimmt hin, oder? Wenn wer Bock hat, macht einfach euren Namen da rein. Also, ich würde mich Namen freuen. Schreiben. Von mir aus das Jahr noch dazu, wie ihr Lust habt. Okay. Schreibt euren Namen rein, wie ihr wollt. Perfekt, so machen wir das. Und jetzt nochmal zu der Rabattaktion. Also, hab ich schon gesagt. 25 Euro Gutscheine also, sind hier irgendwo auf dem Zoobox-Stand genau. Versteckt. Als Beispiel nochmal. Zum Beispiel, ich habe leider, sind meine Verkleidungsklemmen für hier nicht gekommen. Ja. Eventuell. Eventuell, ist das ein eventuell, ja. Eventuell. Wir haben keine Verkleidungen für die Böden hier unten. Ja. Eventuell. Ey, ich lache mich ja kaputt, wenn dann breitet die Leute die auf den Boden umgehen. Ich sag nochmal, also es gibt Möglichkeiten, ja. Es wird aber so sein, dass es nicht jetzt irgendwo hier dahinter, das machen wir nicht. Nee. Weil ich möchte nicht, dass ihr mir die Regale zerpflückt oder sowas. Wir machen es so, dass es schon halb offensichtlich ist. Ich meine, wir haben dann eine Stellage, vielleicht klemmt da irgendwo ein Zettel. Genau. Der Sascha muss sich das einfach lassen. Leute? Ich werde die morgen früh verstecken. Wie gesagt, es sind wahrscheinlich Flyer, ne? Oder? Flyer fünf Zettel irgendwie. Ja, auf jeden Fall nur gültig mit der Unterschrift von mir drauf und dem Datum. Genau, also ihr müsst dann zu Sascha gehen. Genau. Ihr kommt dann zu mir. Und dann genau. Kriegt er den Gutschein, kriegt er bei mir in der Kasse. Genau, ihr kommt mit dem Zettel zu mir. An der Kasse. Ihr kommt mit dem Zettel zu mir. Ich bin da beim XL-Contest. Gebt mir den Zettel. Ich unterschreibe den euch nochmal.
segne ihn ab und dann geht er an die Kasse, dann kriegt er 25 Euro Gutschein. Genau, und am Sonntag bist du wahrscheinlich eh hier. Ich bin die ganzen drei Tage hier. Ja, aber der Contest ist ja Samstag zu Ende, dann bist du ja wahrscheinlich hier. Genau. Gucken wir mal ein bisschen Halligalli, wa? Genau. Ich würde sagen, wir verstecken morgen vielleicht erst nur drei. Könntest du machen, du hast Zeit. Ja, genau. Das ganze Wochenende über verstecken wir fünf Stück. Genau. Morgen ein, Samstag zwei, Sonntag zwei. Genau, morgen so ist ja nur ein halber Tag. Genau, so machen wir das. Morgen nur ein. Perfekt. Der Freitagsgutschein ist ein Fuffi. Okay, dann machen wir es so. Freitagsgutschein ist ein Fuffi. Also, wer den findet, ihr wisst Bescheid, ne? Lohnt sich, hier ein bisschen rumzukriechen. Keine weißen Klamotten anziehen, ist dreckig hier. Nein, das wird noch sauber gemacht. Ja, okay, dann könnt ihr weiße Klamotten anziehen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, das Becken haben wir gerettet. Wollen wir einmal ganz kurz einmal über die Messe gehen, mal kurz gucken oder soll ich alleine gehen? Komm, ist gerade ruhig. Okay, warte mal. Aber Zoobox-Stand zeigen wir nicht, nee. Da gibt es ein extra Video drüber. Da gibt es ein extra Video drüber. So, dann gehen wir direkt hier raus. Aber ich hoffe, das Mikrofon passt. Aber ich denke mal schon. Ja, ich rede ja immer laut. Wir brauchen jetzt keine Funkstrecken. Genau. Guck mal, hier ist ein Filmpartner hier. Servus. Könnt euch mal gegenseitig Servus. Filmen. Ja, genau. Komm, wir filmen uns mal gegenseitig. Guck mal, er hat sogar ein Licht, ey. Wow. Sascha. Ja, man kann nicht alles haben im Leben, ne? Jetzt führt doch mal einen Dialog. Und, warte, den filme ich jetzt auch mal. Wir uns dann gegenseitig filmen und das aber auf Insta dann posten. Auf Insta posten? Insta posten. Du musst ja so filmen, oder? Ja, ich muss ja hochkant. Ich bin ja hochkant. Achso, ja, okay. Ich bin Querformat. Was machst du? Mal, nee, unterhaltet euch doch mal. Für so ja, hi. Hallo, ich bin der Sascha. Ich arbeite hier nicht. Ich bin der René, ich arbeite hier auch nicht. Sehr gut, dann sind wir schon zu zweit. Dann genau. Können wir jetzt irgendwie ein Bier trinken gehen, ne? Finde ich auch. Alles auf jeden Fall. Können wir gehen. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Gut, dann lauf jetzt einmal eine Runde über die Messe, um euch zu zeigen, was euch so erwartet. Also Zoobox gibt's nicht. Zoobox gibt's nicht. Gibt's bei dem hier? Nee, warte mal, du musst dich immer so rumdrehen, weil wir wollen ja den Zoobox nicht zeigen. Achso, wir wollen jetzt. Genau. Genau. Das ist ganz geheim. Und das war da auch nicht filmen. Was? Ich will die zeigen alle. Also hier haben wir Tropical mit einem Futterprofi. Ja. Na, die machen Futter wahrscheinlich. Futter? Aquado mit allen möglichen Aquado Zoo mit ganz, ganz viel, ja. Ich würde sagen, den Stand zeigen wir auch noch nicht so ganz, weil wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch am Arbeiten. Aber hier, Aquado Zoo, auf jeden Fall vorbeikommen. Lohnt sich bei euch vorbeizukommen? Nee? Gut, okay, dann lohnt sich nicht. Lohnt sich offensichtlich nicht, ich nehme keiner für voll. Ja, gut, dann gehen wir weiter. Alles, was der Aquarianer eigentlich benötigt hat, immer er. Ah, okay. Der Herr Christmann hat immer alles, was man benötigt, wo man denkt, dass man es benötigt. Du hast alles, was man braucht. Alles vom großen Ganzen, ja. Also schaut unbedingt mal hier vorbei. Also er hat unbedingt immer die Sachen, wo keiner denkt, dass er sie braucht, aber man braucht sie doch und er hat sie dann. Dann haben wir hier wieder Fische. Mit Wilhelm wahrscheinlich, ne? Genau. Okay. Wird auch noch fleißig eingesetzt. Ja, sehr schön hier. Perfekt. So, was haben wir hier? AMF-Shop. Ja. Also hier oben auch mal vorbeischauen. Servus. Gut, was haben wir hier? Alles Juwel. Alles noch bisschen Zucker, alles noch Aquarium. Ja. Wetterausstellung? Wetterausstellung? Wetterchampionat, glaube ich. Wetterchampionat, okay. Oh, Salzwasser? Salzwasser? Ist das alles? Nee, da gibt es hinten noch einen kleinen Stand. Ja, das ist ja jetzt relativ neu. Wir hatten letztes Jahr mit der Korallenzucht das erste Mal einen Salzwasserstand. Und jetzt baut sich gerade so ein bisschen an. Ah, okay. Really? Gut. So, haben wir hier. Michael mit seinen Putzen. Putzen? Ja, ganz chill. Oh, die blühen. Guck mal, die blühen sogar. Machen wir auf. Nein, wir machen das nicht auf. Da kannst du morgen nämlich halt selber mal fragen. Ah. So, komm. Der ist nämlich schon nicht mehr da. Wir wollen nicht, dass das hier. Okay. Guck mal, Denner, der schläft schon ein. Volker ist fertig. Schaffst du das? Da ist ein roter Strich. Oh Gott. Leute, geht nicht über diesen Strich. Nee, nicht da drüber laufen. Nicht da drüber laufen. Immer dran vorbei. Ja, da wo es schwarz ist. Immer da wo es schwarz ist. Ja. Perfekt. Nicht über den roten Strich. Statement? Ist das korrekt so? War das eine gute Aussage, die wir getippt haben? Dass ich einschlafe? Nein, das war nicht über den roten Strich. Das war offensichtlich. Nur keiner rüberfällt. Bitte? Dass nur keiner rüberfällt. Genau, dann nur keiner rüberfällt. Ja, hübsche kleiner Quan. Euer Stichwort Betters, ne, dieses Jahr. Genau. Als großes Motto. Also, alle Wetterinteressierten passen zum Wetter-Championat nebenan. Perfekt. Auf die neue Wetterlinie von Denner. Habe ich übrigens ausprobiert. Ist sehr gut. Gut, können wir auch die Tage nochmal. Wir wollen nur mal ganz kurz rüberfliegen. Genau. Kannst ja nochmal richtig interviewen. Ja, das machen wir dann am Wochenende. Machen wir nochmal ein richtiges Video. Futter. Licht. Futter. Licht. Dann gehen wir einmal kurz hoch. Licht. Dann gehen wir da drüben nochmal runter. Okay, machen wir es so. Und hier passiert ja dann die Magie, Sascha. Hier passiert ja dann die Magie, Sascha. Was passiert hier? Die Magie. Hier passieren die Unfälle, weil die Leute die Treppe runterfallen. Nein, hier passiert die Magie. Ach so, hier schau oben. Mal. Schau mal von unten, komm mal weg. Geil das aussieht. Boah, hier mit offenen Fenstern. Wenn das Wetter passt, machen wir Fenster auf. Sehr geil. Guck mal, der Aram schwitzt, ey.
Wenigstens einer, der was vorher gewusst hätte, hätte ein Profi mehr verlangt. Also ich kann behaupten, dass ich jeden Stein, jedes Sandkorn und jede Wurzel persönlich mal ein paar Meter geschleppt habe. Ganz kurz, auch wenn du gerade schwitzt. Aram Schneider wird, wie heißt das? Juryvorstand, sagt man auf Deutsch. Ja, aber wie hat es mich geschrieben auf der Karte? Facility Manager. Chief of Judges ist er. Okay. Also Aram organisiert ganz viel mit für den Art of Flensburg Aquarium, dass die Jury nach alles findet. Wir werden die Begrüßung für euch machen mit ihm zusammen und so weiter. Werdet ihr erleben. Du bist ja Teilnehmer, wirst du erleben. Ja, genau. So, komm, gehen wir mal schnell rein. Ja. So. Gut. Dann geht's los. Dann haben wir hier XL-Contest. XL-Contest, ja. Macht doch einen schönen Schuh, oder? Hier sind noch drei. Ja. Leider. Ist ein bisschen so aufgesplittert, damit auch genug Platz ist. Haben wir hier drei und die anderen sieben oder acht. Aram hat gemeint, ich bin da ganz hinten, gell? Ja, ganz. Das heißt, ihr müsst ganz da hinten hinkommen, wenn ihr den Gutschein holen wollt. Ganz nah am Feuerlöscher. Ganz nah am Feuerlöscher, perfekt. Wenn es anfängt zu brennen. Weil es so brennt, weil der Sascha so, weil der Sascha so heiß ist. Weil ich so ein heißer Typ bin, ja genau. So, hier war Vikusa Challenge. Okay, in der Holzkiste? Also die Idee ist einfach, die bringen die ja alle fertig mit. Ach so. Und das ist jetzt, jeder hat so ein Ding und kann sich damit... Der kann es da vorstellen, der kann es da reinstellen, der kann einfach so ein bisschen spielen damit. Kannst du da reinstellen, kann das Ding da rumklappen und kann... Nein, aber ist doch cool, oder nicht? Also, ja, ich kann find, auf jeden Fall da machen. Da kann ja jeder irgendwie, wie er es interpretieren möchte, kann er den dann präsentieren, einfach mit Kuso. Perfekt. So, dann haben wir hier... Was haben wir hier? Nee, wir haben drauf geachtet. Was machst du hier? Er ist ein extremer Helfer, siehst du doch. Ja. Er ist voll im Eimer, also er hat einen Eimer. Also, ja, ich habe einen Eimer. Der schleppt gerade Steine und Wurzeln hoch. Der ist ganz oben in der Ecke. Aber Leute, warte mal ganz kurz. Mir wurde gesagt, ich bin hier ganz in der Ecke. Erstmal ja, aber... Also ich vermute... Ah, genau. Also hier steht mein Becken. Das heißt, wenn ihr den Gutschein findet, müsst ihr hier hochkommen und müsst mir hier Bescheid sagen. Und ich sehe, Thomas, ihr habt vorgesorgt, weil ihr wieder wisst, dass ich zu schnell fertig bin. Noch zwei Becken oder was? Muss ich drei einrichten? Nee, falls irgendwas ist. Becken. Also falls ich zu schnell fertig bin... Also entweder, wenn du dich vertan hast und dich verklebt hast, dann kannst du noch einen zweiten Versuch starten. Okay. Der kostet dann 300 Euro. Ah, okay. Aber möglich ist es. Wenn es zu heiß wird, kannst du löschen. Perfekt. Ich habe den Leuten schon gesagt, hier ist auch perfekt, weil die sind so ziemlich am Eingang. Genau. Weil dann... Da kann die Crowd... Also was ich dir gerade sagen wollte eigentlich... Komm mal hier rüber. Komm mal hier rüber. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wir haben extra diesmal darauf geachtet, dass das hier alles frei ist. Dass die Leute praktisch hier oben stehen, also ohne Quatsch, das ist der direkt dahinter, dass man euch beobachten kann, wenn ihr das macht, dass man zuschauen kann, dass ihr zum einen Platz habt, weil es wird abgesperrt, also hier kommt keiner rein, damit die Teilnehmer auch wirklich sich bewegen können und damit aber die Zuschauer auch was sehen, dann haben wir gedacht, okay, wir machen das jetzt ja so, dass alles nach hinten rutscht und man hier vorne stehen kann und in Ruhe zugucken kann und bei jedem Teilnehmer, ohne ihn zu stören, einfach drüben vorbeigehen kann. Ich finde das super. Das ist eine coole Sache, ja. Also für euch als Teilnehmer toll und für als Zuschauer auch toll. Auf jeden Fall. Ne? Weil es ist immer so, wenn man selber was macht und die ganze Zeit Leute rum, ist auch das störend und die Leute, wollen ja auch nicht stören eigentlich, sondern wollen ja was sehen. Ne? Genau. So, dann ist hier praktisch Nano. Gehen wir auch nochmal einmal lang, dann gehen wir nochmal hoch. Hier findet dann der Nano-Contest statt. Ja. Das ist die komplette Linie, weil wir 16 Nanos haben, die mitmachen. Mhm. So, jeder Teilnehmer konnte sich ja was vorbestellen, du ja auch. Ne? Also das ist einmal von Vio gesponsert, die ganzen Stone-Sets. Ihr habt unten eure schon stehen, wir haben den Säulen. Ja, sehen, ja. Genau. Ja, kannst du ja morgen nochmal in deinem Hauptvideo zeigen. Aber genau. Wir haben das alles so ein bisschen vorbereitet. Nur Hölzer und Sand kann man sich selber noch aussuchen, weil das haben wir nicht vorbestellt. Ja. Aber ansonsten gibt es immer so Sets und die sind alle schon vorbereitet, sodass da jeder direkt starten kann. So, dann gehen wir mal hier hoch. Hier oben findet dann der ganz große Garnelen-Contest statt. Ja? Guck mal da, die Hauptgarnele. Genau, die Hauptgarnele. Also, kannst du auch nochmal cool. So. Also hier oben Garnelen-Contest. Guck mal hier. Boah, das geht ja ein bisschen hinten. Oha. Du ein eigenes Video. Da hast du aber ordentlich aufgefahren hier. Nee, letztes Jahr auch. Das fällt nur jetzt mehr auf. Ja, letztes Jahr war ich hier körperlich anwesend. Das nee, aber sonst war das immer hier unterbrochen durch diese Dinger, weil das hier so drin war. Jetzt hast du es in einer langen Linie stehen. Dadurch hast du nochmal den kompletten Flow. Wobei ich ja die Deutschlandfahne schon eher hier in der Mitte gesehen hätte, ne? Ja, aber eigentlich schon. Naja. Ah, ja, auch hier das Gleiche, ne? Wir haben versucht, hier freizulassen. Könnt ihr schön, so wie Aram jetzt. Guck mal, Aram jetzt gerade da am Bauen. Da kann man sagen, hey Aram, zeig doch mal, was du da machst. Wir wollen das sehen. Dankeschön. Zeig Nippel. Jetzt nicht mehr ab. Oje. Also auch da können wir halt in Ruhe durchgehen und halt praktisch schon mal so ein bisschen dann ihren Platz finden. Ne? Das ist so der Plan. Genau. Und hier hinten
Aber hallo, der Weg ist das Ziel, hallo, ne? Servus. Der Weg ist das Ziel. Da hinten. So, und hier hinten ist jetzt praktisch zur Not gedrungen, weil wir wahrscheinlich für morgen Regen angesagt haben. Deswegen haben wir es jetzt hier hochgeholt. Hier wird praktisch, das werden die Jungs noch vorbereiten, hier werden wir einmal die Begrüßung machen. Guck mal den View an, Alter. Was kommt da rein? Da waren die gar nicht drin, aber schaut doch mal. Also. Aber erstmal, es hat einen Charme. Also mit der Pferderennbahn, der Golfplatz in der Mitte, das ist doch ein cooler. Ich finde den View super. Weiß ich nicht. Der ist geil, ja. Also besser als in so einer Halle, wo du nur Wände hast. Ja. Du hast eine Tagessicht, also finde ich super. Hier oben werden wir die Begrüßung aufmachen für die Teilnehmer. Okay. Hier wird dann auch der Sand aufgetischt werden. Also wir haben hier die verschiedenen JBL-Sande, die sich dann jeder aussuchen kann. Wenn er Sand möchte, muss er nicht nehmen. Ne? Dann gibt es dann hier die verschiedenen Sande, die werden wir hier hin machen. Dann haben wir hier die ganzen Hölzer. Ne? Also da die ganzen Kisten, ist alles voller Holz. Ja, sehr geil. Ne? Also da kann sich dann jeder was raussuchen, was er möchte. Wir werden das alles sortenrein so ein bisschen sortieren. So dass dann jeder sich hier in Ruhe seinen Kram zusammensucht, dann geht er auf seinen Startplatz und dann geht es um 11 Uhr los. Um 11 Uhr startet der Contest und um 12 Uhr öffnet die Messe. Wir haben das gemacht, damit ihr so ein bisschen Ruhe habt erstmal zum Gucken und dann damit jeder seinen Platz hat eine Stunde lang, kann er sich organisieren. Ist besser, ja. Und dann läuft das. So, jetzt gehen wir nochmal runter und dann sage ich tschüss, bis morgen. Ja. Weil dann geht ja das Video schon. Nee, tschüss, bis gleich, weil das Video kommt ja morgen. Genau. Gut. Also wie gesagt, wir haben jetzt Donnerstag Nachmittag gerade, einen Tag vor Messebeginn, beziehungsweise einen halben Tag vor Messebeginn. Und wenn ihr das Video seht, ist die Messe wahrscheinlich schon offen. Oder macht gerade auf. So, was geht's hier noch? Das weiß ich gar nicht, das machst du an Ruhe am Freitag, wenn der Aufbau rum ist, weil das ist immer so auch bei uns. Ich mag das immer nicht, wenn Leute über unseren Stand laufen, wenn wir noch im Aufbau sind. Hier ist ein Verein, die machen Medaka, Kiwifisch oder was, ich weiß nicht genau. Ja komm, das machen wir. Das machst du in Ruhe beim Hauptrundgang. Wir wollten ja nur mal ein kurzes... Ein Sneak-Preview, oder wie das nennt. Einen ganz kurzen Ausflug geben, ne? Ist ja geil hier, guck mal hier. Kiwifischgesellschaft. Nice, nice. Man könnte sich vielleicht auch mal die ein oder andere Idee holen, wa? Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Das ist eine coole Idee. Aquarium immer Aquarium. Oder ist das verbunden? Die ist verbunden? Nee, das ist verbunden. Das ist wie so eine Fischsäule. Weißt du, was ich meine? Aber warum läuft die nicht über? Weil der Vakuum. Oder nee, hä? Aber das müsste doch hier laufen. Warte mal. Das müssen wir uns mal. Er hat ja Notauslauf hier dran. Das müssen wir uns mal genauer anschauen. Das müssen wir uns mal genauer anschauen. Das ist eine Idee, ne? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee, ja. Achtung. Ah, Stefan ist am ganz anderen Ende, das ist gut. Habe ich schön, extra gemacht wegen der Konkurrenz. Weg. Schön weit weg. Genau. Damit er nicht abguckt, der spickt nämlich immer. Ja, das ist so ein Spicker. Genau. Ja. Ja, hier hast du das praktisch, ne? Jeder hat jetzt erstmal für den Start 3 Säue, 2 Vulkanos und die Steine bekommen. Mhm. Hier zwei Lampen sind dabei, ne? Ja, das zeige ich euch alles in dem... Es gibt noch 2 Videos von der Messe, es gibt eins von dem Contest. Ja. Und es gibt ein Video dann noch von... Von der Messe direkt. Das ist jetzt nur ein kleiner Teaser. Das Video war auch nicht geplant, weil eigentlich wäre ich erst morgen hier gewesen. Aber dank des Unfalls. Was ist ja ganz wichtig, Moment, ich mache einen Schutz an. Ja? Das Video. Was ganz wichtig ist für euch einfach nur, ne, immer merken, immer Zoobox angucken. Das erste Zoobox-Banner ist XL, das zweite Zoobox-Banner ist Nano. Also ist ganz einfach hier der Wegweiser, ne? Ja, man sieht es aber auch in der Beckengröße, glaube ich, ne? Ja, Nano und XL. Ne? So, dann gehen wir nochmal zurück, die letzte kleine Runde. Die letzte kleine Runde. Und dann haben wir doch einmal einen Schnellrundgang gemacht. Ja. Da brauche ich den gar nicht filmen, auch super. Guck mal, der Volker, jetzt schläft er schon im Stehen. Ja, jetzt schläft er schon im Stehen an hier. Vielleicht auch so ein Running Gag, weil der immer, wenn der so steht, macht so ein Völkerkauter da rein. Genau. So, was haben wir hier? LED-Aquaristik. Mit einem Zelt. Genau, hier baut Garnel-TV auf. Garnel-TV baut auch auf, ja. Servus. Seid noch fleißig. Ich komme morgen nochmal zu euch, das ist nur ein kleiner Teaser. Schön, dass ihr da seid. Ja. Also hier, Garnel-TV, direkt gegenüber vom Zelt. Ich bin hier. Ja, Korallenkeller und Korallenzopf zusammen und so. Ja, hier sind genau. Die Kölner und Reef auch noch. Hi, servus. Ja, Gemeinschaftsstand dieses Jahr. Das ist immer super. Ah, okay. Also, kommt vorbei, wisst Bescheid. Nee, wir haben... Ist das live? Verstanden. Ja, klar. Oh, ja, klar. Da musst du morgen auch mal drüber berichten. Ist das Tabasco? Morgen. Okay. Gut, dann ist auch schon zu Ende, ne? Ne, warte, hier, das Wichtigste. Die Toiletten befinden sich hier neben. Ja. Da. Gut. Und jetzt blenden wir es einfach aus. Ende. Tschüss. Genau.
So, dann, wir sehen uns auf der Messe. Ciao!